Es ist der letzte Spieltag der zweiten Frauen-Bundesliga und das bedeutet im Umkehrschluss, es gibt Verabschiedungen. Die Mannschaften kommen auf den Platz, die jetzt schon feststehenden Meisterinnen vom 1. FC Köln treffen auf den Tabellendritten der Südstaffel, auf die SG Andernach und jetzt vor der Partie wird es besonders emotional. Alexander Werle hat sich unten eingefunden. Genauso wie Vereinspräsident Werner Wolf. Es werden mehrere verdiente Spielerinnen verabschiedet. 5 Stück an der Zahl. Und trotzdem könnte es nur zu 4 Verabschiedungen kommen. Grund dafür ist, dass Lena Lotzen noch nicht eingetroffen ist hier im Franz-Krämer-Stadion. Ansonsten werden noch die Spielerinnen Christina Hild, Johanna Tietgen, Caroline Kohr und Ricarda Schaber verabschiedet. Mehrere gehen in den Ruhestand, manche orientieren sich neu. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen auf Soccerwatch TV. Mein Name ist Julian Lukas Schäfer und ich habe das große Vergnügen, heute diese Partie kommentieren zu dürfen und sie mitzunehmen auf die letzte Fahrt, auf die letzte Reise bis zur Bundesliga von den Damen des 1. FC Köln. Und es ist immer wieder an der Zeit, wenn das letzte Spiel beginnt, auch Abschied zu nehmen von verdienten Spielerinnen des 1. FC Köln. Und gerade kam das Signal, dass der Daumen nach unten ging. Lena Lotzen wird nicht verabschiedet. Sie ist nicht vor Ort. Und jetzt erstmal das Goodbye an Ricarda Schaber. Und während die letzten Töne der Hymne durchs Franz-Krämer-Stadion schallen, rollt der Ball am letzten Spieltag der zweiten Frauen-Bundesliga. Vielleicht würde es ja zu dieser Geschichte passen, zum Meistertitel, dass nochmal ein Tor von einer Ex-Spielerin kommt. So, Islaka, Beckmann. Und ist Beckmann, 1-0, 1. FC Köln. Zweites Saisontor von Onis Beckmann. Und das unterm Strich verdiente 1-0 für die FC Damen. Beck. Israelische Nationalspielerin. Kohr. Caroline Kohr. 2-0. 1. FC Köln. Und jetzt hat eine der 4 Abschiedsspielerinnen ihr Tor. Caro Kohr. 5. Saisontor. Sie braucht durchschnittlich, wenn sie auf dem Platz steht. Kusnick, kein Abseits, Peggy Kusnick legt rüber und da steht keiner. Also da stehen 2, aber die nimmt sie nicht, die findet sie nicht. Peggy Kusnick und statt 3-0 gibt es dann jetzt den Abpfiff. Herzlichen Glückwunsch, 1. FC Köln zur Zweitligameisterschaft. Die stand zwar vorher schon lange, lange fest, aber jetzt ist es nochmal komplett und definitiv viel Final. Gefühl, das ist das, was wir halt wollten und wir haben das Ziel die ganze Saison verfolgt und ich denke, wir sind auch zu Recht aufgestiegen. Definitiv. Ihr habt eine sehr, sehr souveräne Saison gespielt. Habt euch heute ein bisschen schwer getan, wie ich fand, über manche Teile im Spiel. Da hat es speziell vor dem Tor manchmal ein bisschen an Schärfe gefehlt. Lag es daran, weil ihr vielleicht im Gedanken schon bei der Feier wart oder wolltet ihr jetzt unbedingt auch für die 4, die ihr verabschiedet habt, nochmal den Sieg holen? Ja, wir wollten für den Verein, für die Mannschaft, für alle den Sieg holen. Und Andernach ist ja auch keine Gurkenmannschaft.
Mannschaft, die sind nicht umsonst auf Platz 2 und ich denke, dass 2-0 ist verdient und wir haben das heute ganz gut gemacht. Genau so sieht's aus. Jetzt haben Sie den Vertrag verlängert hier um ein weiteres Jahr. Ist das die letzte Saison? Da gibt es ja Gerüchte, dass es vielleicht das letzte Jahr im Geisbockheim oder generell ist. Gibt es da schon nähere Gedanken oder sagen Sie, das lassen Sie auf sich zukommen? Ich lasse es alles auf mich zukommen. Natürlich habe ich Gedanken und da mache ich mir auch in den nächsten Jahren meine Gedanken. Aber das Wichtigste für mich und auch für den Club ist es, dass wir die erste Liga halten und uns da etablieren. Und ich finde, der Verein gehört halt auch einfach hin. Ja, definitiv. Der Gerd Dennis wäre das erste Mal, dass der FC sich in Liga 1 länger als ein Jahr halten würde. Zumindest unter dem Namen Erster FC Köln. Ich bedanke mich für das Interview und viel, viel Spaß beim Feiern. Dankeschön, noch. Danke. So, bei uns ist jetzt der Trainer vom 1. FC Köln, Sascha Michael Glass. Hallo Herr Glass, freut mich, dass Sie da sind. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Ich habe gerade schon mit der Kapitän, mit Peggy Kusnick gesprochen. Heute hat man sich, finde ich persönlich, phasenweise ein bisschen schwer getan gegen Andernach. Ist definitiv keine Thekentruppe, so ist das nicht. Aber ich habe Sie auch im Spielverlauf häufiger mal beobachtet. Ja. Was Ihnen sehr, sehr auf die Nerven gegangen ist, das waren die Abseitssituationen. Da gab es sehr, sehr viele von. Ist das was, was Sie vielleicht sagen, das müssen wir speziell jetzt im Blick auf die erste Liga noch mal angehen, dass wir da das Timing in den Zuspielen noch mal anpassen? Ja, aber ich glaube, das hat sich so ein bisschen durch die Saison gezogen, weil wir das Thema öfter schon hatten, dass wir einfach zu ungeduldig sind. Ne? Hm. Entweder die Spielerin, die dann reinläuft, ne, dass wir da ein bisschen mehr Geduld haben, aus der Tiefe kommen. Oder aber auch die Spielerin, die den Pass spielt, ne, dann eine andere Entscheidung vielleicht auch mal trifft und vielleicht dann nicht tief spielt. Aber ich glaube, heute Kritik zu üben am 2-0-Sieg, ich glaube, dass Andernach das gut gemacht hat. Definitiv. Und wir haben 16 Spiele, 15 Siege, einen Unentschieden. Also es ist eine überragende Saison gespielt, meine Mannschaft. Und ich bin unglaublich stolz einfach. Definitiv. Also da kann man auch nur gratulieren. Und was sind die Pläne fürs nächste Jahr? Gibt es da schon was? Ihr habt euch ja sehr stark verstärkt. Oder denkt man da noch gar nicht dran? Sagt er, wir lassen das alles auf uns zukommen. Wir konzentrieren uns jetzt nur auf das, was im Hier und Jetzt passiert. Nee, also die Planungen laufen schon seit Oktober eigentlich. Also was die kommende Saison angeht. Und da sind wir wöchentlich im Austausch gewesen mit unserer Scouting-Abteilung. Und haben, glaube ich, jetzt auch für nächstes Jahr eine ganz gute Mannschaft. Auf die kriegen wir in der ersten Liga, glaube ich, und ja, ein bisschen laut gerade. Ich glaube, dass wir eine gute Truppe zusammen haben in der ersten Liga nächstes Jahr. Der ein oder andere Neuzugang kommt noch dazu. Und dann wollen wir uns endlich mal seit Jahren etablieren in der ersten Liga. Das ist für uns das oberste Ziel. Es wäre das erste Mal. Ja. Und ich drücke euch alle Daumen. Ich glaube, die Qualität ist da, die Gegebenheiten sind hier beim 1. FC Köln da. Und die Mädels, die feiern schon und ich sehe es im Gesicht. Sie wollen dahin. Ich habe schon Bock auch. Wir haben schon. Okay. Perfekt. Danke. Vielen Dank für das Gespräch. Danke euch. Das sind nochmal schöne Bilder. Das sind Sachen, die wird jede einzelne von denen für den Rest ihres Lebens mitnehmen. Kommt das Trainergespann, die Betreuer und ganz hinten Peggy Kusnick. Wir haben gerade mit ihr gesprochen, ihr habt es gehört, freut sich auf die Aufgabe und da steht sie. Die Meisterschale. Und alle warten drauf, auf den Moment, in dem die in den Himmel gereckt werden darf. Peggy Kusnick hängt sich die Medaille um. Und jetzt kann es sich nur noch um Sekunden handeln, bis das Objekt der Begierde im Himmel steht. Wird übergeben und Peggy Kusnick, alle fiebern jetzt drauf los. Komm, hoch das Ding! Deutscher Zweitligameister ist der 1. FC Köln. Und jetzt will natürlich jeder mal. Aber die Peggy Kusnick, die behält die in den Händen, die sagt, komm, ich will das Ding haben. Nee. Es ist dann die Nächste, die sich die Schale schnappt und jetzt geht das Ding rum wie ein bunter Teller. Ah, da wird gespielt. Rachel Rehnerst. Und Nies Beckmann, die Torschützin zum 1-0.
Und ich hoffe, dass jeder FC-Fan diese Frauenmannschaft zu schätzen weiß. Und ganz besonders wollen wir uns bedanken bei unserem Trainer Sascha Gass. Auf diese Bilder hat man lange gewartet. Und die FC-Fans, ja, die stehen da unten auch mit Schal bei der Hymne, natürlich. Nelly Islaka. Für sie, nach ihrem Wechsel zum FC, natürlich das, worauf sie hier spekuliert hat. Der direkte Gang zurück in die erste Liga. Und das Mannschaftsfoto. Die deutschen Meister 2020, 2021 in der zweiten Frauenbundesliga. Peggy Kussmann hat die Schale wieder in der Hand. Nachdem wir jetzt schon zwei Leute vom FC gehört haben, ist jetzt mal der DFB dran, der darf sich zu Wort melden, denn er ist ja der Ausrichter des Ganzen hier. Bei mir steht Tanja Büscher vom DFB. Hallo, freut mich, dass Sie da sind. Ein bisschen näher ans Mikrofon bitte, dass man Sie hört. Was sagen Sie denn zum Rahmen? Das ist eine Wahnsinnssache, oder? Dass der FC jetzt auch wieder hochgeht in die Bundesliga und generell zu den Feierlichkeiten. Hervorragend. Also ich kann als Rheinländerin einfach nur begrüßen und bin natürlich sehr geehrt, dass ich dann auch heute die Meisterehrung vornehmen durfte. Und gratuliere recht herzlich zum Aufstieg natürlich in die erste Bundesliga. Einfach toll, eine tolle Atmosphäre, endlich auch wieder mit Zuschauern. Einfach nur wunderbar. Definitiv. Jetzt ist es natürlich so, dass die zweite Frauen-Bundesliga in den Jahren immer mehr an Qualität gewonnen hat. Ist man dann vielleicht auch traurig, dass so ein leistungsstarkes Team wie der FC die Liga verlässt oder sagt, gut, das ist nur noch besser für unsere Belle Etage, für die beste Liga, die wir in Deutschland haben, wenn wir dann noch mehr von dieser Qualität haben. Und ich glaube, es kommt ja auch von unten recht viel Qualität nach für die zweite Liga. Also wir können davon nur profitieren, ne? Wenn wir hier sagen, sei es Leverkusen, sei es heute Köln im Rheinland, im Westen, hoch in die erste Bundesliga, ist für die Mädchen, für die Juniorinnen Nachkommen einfach nur ein super Vorbild und wir profitieren davon immens. Definitiv. Nicht ohne meine Mädels ist ja so ein Stichwort vom DFB und heute hat man noch mal einen guten Grund gesehen, warum man nicht ohne unsere Mädels kann. Der Frauenfußball wird von Jahr zu Jahr attraktiver, wird immer schöner, immer spannender und ich glaube, da macht der DFB auch eine gute Arbeit in dem Bereich. Mit Sicherheit. Natürlich wissen wir, dass wir noch mehr tun können und müssen, aber wie mittlerweile, muss man sagen, hat der Frauenfußball und der Mädchenfußball so einen Fortschritt gemacht. Ne? Tempo, Technik, Athletik, einfach nur wunderbar. Man kann wirklich sagen, im DFB nur weiter so. Definitiv. Und dann sage ich an der Stelle auch erstmal weiter so bei Ihnen. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Genießen Sie die Feierlichkeiten noch ein bisschen. Sie sind ja eher etwas mit Abstand, dass Sie sich das angucken. Aber ich glaube, das Rheinländerherz, das, das freut sich dann schon ein bisschen mit. Das schlägt schon heftig mit. Das habe ich mir gedacht. Dann noch einen schönen Tag und viel Spaß. Vielen Dank. Noch einen schönen Sonntag. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich habe schon bei deinem Trainer und bei der Kapitänin gesagt. Heute die Partie für meinen Geschmack ein bisschen unter dem, was ihr vielleicht sonst könnt. Es waren Aktionen dabei, wo man sich auch gefragt hat, okay, was war jetzt der Plan dahinter? Waren auch sehr gute Aktionen dabei. Wolltet ihr es jetzt noch zum Ende bringen oder war doch noch mal der Wille dann am Ende da? Ja, ich glaube, am Anfang haben wir uns schwer getan. Ich glaube, sind dann immer besser ins Spiel gekommen, haben uns dann auch die Chancen herausgearbeitet. Hätten, glaube ich, das eine oder andere Tor schon früher erzielen können, aber ja, wir sind froh, dass wir das heute noch mal vor Zuschauern machen konnten, dass wir es ja auch mit dem Sieg heute über die Bühne bringen konnten. Hast du, als du vom FC Bayern hingekommen bist, gedacht, dass es so wird? Ungeschlagen, der direkte Wiederaufstieg.
Nee, ich glaube, am Anfang haben wir uns auch, also wenn man die Ergebnisse sieht, ja, ein bisschen schwer getan, knapp gewonnen immer. Ich glaube, die Mannschaft war nochmal extra motiviert gegen uns. Aber ich glaube, ja, mitten in der Saison sind wir immer besser, ja, ins Spiel gekommen, haben souveräner gewonnen und ich glaube dann auch, ja, verdient den Aufstieg geschafft. Der Blick aufs nächste Jahr. Ihr habt euch schon stark verstärkt mit Manju Wilde zum Beispiel. Was schätzt du es drin für die Frauen vom FC? Ja, also ja, ich glaube, das erste Ziel ist auf jeden Fall erstmal die Klasse zu halten und ja, der Rest wird sich zeigen. Ich glaube, wir werden von Spiel zu Spiel schauen, aber der Klassenerhalt ist erstmal das oberste Ziel. Du kehrst dann wieder zurück ins Oberhaus, wo zum Beispiel auch schon dein Vater und dein Opa gespielt haben, wenn ich mich ganz richtig informiert habe. Ist das, das scheint eine Familientradition bei euch zu sein, oder? Gut Fußball spielen. Ja, mein Papa hat bei Bochum gespielt, mein Opa bei Rot-Weiß Essen. Ja, ich freue mich auf die Spiele nächste Saison wieder, auch wieder im Stadion Essen spielen zu können und ja, freue mich auf die nächste Saison. Wir uns auch. Übrigens, ein bisschen Werbung muss sein. Rot-Weiß Essen live auf Soccerwatch TV. wie das halt so ist. Ja, Mann, ich bedanke mich mega. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch feiert. Wahrscheinlich geht es in der Kabine jetzt. Ja, ein bisschen mit den Mädels in der Kabine. Na denn, lasst euch gut gehen. Danke, ciao. Bei uns steht Stefan Sander von Soccerwatch TV, also von dem Sender, der euch das Spiel jetzt heute übertragen hat. Und wir quatschen mal ein bisschen mit ihm über die zweite Frauen-Bundesliga, der eben hier exklusiv bei uns läuft. Stefan, auch schön, dass du da bist. 2 Jahre zweite Frauen-Bundesliga auf Soccerwatch. Und das ist ein gebührender Abschluss fürs zweite Jubiläum. Ich glaube, es werden noch viele Jahre, oder? Ja, ich habe gestern so schön erwähnt, in Wuppertal in der Regionalliga West der Herren, man hätte ein Drehbuch vielleicht gar nicht besser schreiben können. Auch heute, das Finalspiel sozusagen, letzter Spieltag, der SFC Köln steigt auf und wir begleiten das Ganze mit einer Multikameraproduktion und mit dir als Kommentator des Spiels. Zuschauer zugelassen heute, schönes Stadion, also Fußballherz, was willst du mehr? Definitiv. Es ist auf jeden Fall so, dass man merkt, dass der Fußball bei Soccerwatch, ja, größer wird die Fußballübertragung, zweite Frauen-Bundesliga neben der Regionalliga West wahrscheinlich das Steckenpferd. Jetzt habt ihr die 2 Jahre voll. Ich habe es in der ersten Frage schon ein bisschen, na, nicht versteckt, eigentlich schon recht stark angedeutet. Es geht auch noch ein bisschen was weiter. Ja, du spielst natürlich jetzt mit Blick auf die künftigen oder zukünftigen Jahre darauf an oder auf die möglicherweise erste Bundesliga. Also man muss mal schauen, wo der Weg hingeht. Wir sind natürlich beheimatet, wie du es gerade mehrmals angesprochen hast, bei der zweiten Frauen-Bundesliga. Sind darüber glücklich, im ersten Moment diesen Step mit den Vereinen und mit dem DFB zusammen gehen zu können, weil auch heute hier, also es ist ein tolles Ambiente, habe ich gerade schon mal gesagt, der SFC Köln ist ein toller Verein und in dieser Liga tummeln sich auch weitere tolle Vereine, auch versteckte Talente der Spielerinnen und es ist ein ganz tolles Projekt, was wir auch mit unserer Firma weiter fördern möchten. Ne? Abschließende Worte zu dir, zu dieser Saison generell bei Soccerwatch TV und ja, vielleicht, wenn du noch was mitgeben möchtest. Ja, also ich möchte mich natürlich bei allen Vereinen und beim DFB für diese gute Zusammenarbeit nochmal ausdrücklich bedanken und hoffe auf viele, viele weitere Jahre. Du hast es gerade angesprochen und für uns ist ein ganz tolles Projekt, was wir begleiten dürfen. Der Frauenfußball steht vermehrt im Fokus. Man merkt das an allen Ecken und Enden. Und am Ende des Tages geht es darum, das Ganze weiter zu fördern. Und ich glaube, das haben wir in einem ganz tollen Produkt mit dem DFB zusammen auf die Beine gestellt, die letzten 2 Jahre. Wie lange es noch in der Zukunft weitergeht, müssen wir einfach mal schauen. Ja, und am Ende des Tages profitieren, glaube ich, alle davon, nicht zu guter Letzt auch die Zuschauer, die heute auch vermehrt diesen Livestream begutachten durften. Wir haben ja heute nochmal ganz toll aufgefahren mit Kommentatoren, mit Moderation heute, mit vielen Interviewgästen jetzt, mit der Siegesfeier. Ist ja auch nicht üblich, dass man am Ende des Tages nochmal eine Siegerehrung begleiten kann und darf. Und am Ende des Tages können wir, glaube ich, insgesamt ein gutes Fazit ziehen, denn wir haben jetzt 2 Jahre lang so gut wie jedes Spiel übertragen. Und dadurch hat der Frauenfußball, glaube ich, nochmal einen ganz neuen oder anderen Stellenwert auch bekommen. Nicht zu guter Letzt auch, was die Analyse nachher nach den Spielen immer betrifft. Auf jeden Fall. Ja. Das waren die Schlussworte von Stefan Sander, die Schlussworte von Soccerwatch TV. Und ich habe die große Ehre, jetzt quasi die Saison selbst zu beenden. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Es war ein sehr schöner Rahmen hier im Franz-Krämer-Stadion beim 1. FC Köln. Und damit sage ich Servus, sage ich auf Wiedersehen. Mein Name war und ist auch immer noch Julian Lukas Schäfer. Und in dem Sinne, bis dahin.